erst kennengelernt heute um 3. Finde ich toll. Und Penny ist quasi unsere Bestie, unser inneres Monster, das immer so hinter uns lauert und uns auf der Schulter sitzt. Kennt ihr das auch? Habt ihr auch manchmal so ein kleines Monster in euch? Und das ihr aber gut wegsperren könnt. Genau, dieses Monster ist nämlich auch nicht gesperrt. Das haben wir nämlich gut verwahrt, damit es nicht ganz so schlimm ist. Damit es uns nicht so jagt. Ne? Und dann haben wir mit den anderen Familien haben wir Besuch bekommen von Lisa, der Eisbärin. Die habt ihr vielleicht gerade schon kennengelernt. Lisa hat uns erzählt, wie es ihr so geht da in Alaska. Am Flügli der Welt, sagt sie immer. Dann haben wir uns das mal angeschaut, warum es ihr so geht, ne? Weil es immer wärmer und wärmer wird. Zeige ich euch mal kurz. Vielleicht könnt ihr das auf einen Blick erkennen, warum es immer wärmer und wärmer wird. Wegen den Gasen, die wir machen, ne? Wegen dem CO2, dem Methan. Und dann haben wir mit den anderen Familien geschaut, warum wir den CO2 machen. Und dann ist diese Wanne gefüllt worden. Und bei dem, was die anderen Familien unbedingt brauchen, ist halt rausgekommen, dass es 3 Grad wärmer wird. Also das haben euch jetzt die Familien von 15 Uhr eingebrockt. Und ihr müsst jetzt die Suppe auslöffeln. Da haben wir auch so ziemlich Krise geschoben. Da haben wir echt Krise geschoben. Und immer wenn wir Krise haben, müssen wir singen, weil es hilft uns dann. Kennt ihr das? Ein bisschen singen, ein bisschen Musik machen, das hilft, wenn man Krise spielt. Und deswegen spielen wir euch jetzt nochmal unseren Krisensong, den wir vor, damit ihr den auch mit nach Hause nehmen könnt. Und wir dürfen also gerne mittanzen und mitklatschen. Oder die schon dran waren, sind auch mitsingen. Vernetzt. Unter irdisch miteinander. Ach, ihr seid untereinander vernetzt. Klar, stimmt. Und wem noch? Den Tieren, den Sternen, dem Wetter, dem Wetter sogar. Und mit Bild und den Pilzen. Die Pilze sind auch ganz schön stark vernetzt. Dann seid ihr ganz schön vernetzt. Also, das habe ich gar nicht gewusst, dass die Bäume so vernetzt sind. Ist ja noch vernetzt als wir. Genau, ich kriege so wie wir es im Internet. Du sagst manchmal, das ist das Wood Wide Web. Das Wood Wide Web, genau. Und mit uns Menschen, mit euch, deren die auch gerne zernetzt. Aha. Doch irgendwie haben sie den Draht zu euch nicht gefunden. Wieso habt ihr den Draht zu uns denn nicht gefunden? Trotzdem der wertvolle Dienste für euch leisten. Was machen die Bäume denn so für uns, Kinder? Schatten, ja, sie kühlen die Erde. Das ist gar nicht so unwichtig, wenn es immer wärmer und wärmer wird, ne? Was noch?
Früchte. Was machen denn die Bäume für Früchte? Was gibt es denn alles für Früchte von den Bäumen? Äpfel, was noch? Birnen, was noch? Bananen, ja, was noch? Zwetschge, ja, was noch? Kirschen, genau, was noch? Erdbeeren am Baum. Was noch? Pfirsich. Was noch? Stopp, Pfirsich, weil er sagt. Blume. Okay, und was? Blume, jetzt ist noch. Ah, was machen die Bäume denn noch für uns? Wir reinigen die Luft zum Atmen. Habt ihr schon gehört? Die Bäume machen Sauerstoff und versorgen unser CO2. Genau. Mensch, aber Jori, wenn die unser CO2 versorgen, dann können wir ja aus dieser CO2-Wanne ein paar Säcke wegnehmen, wenn die Bäume für uns CO2 reinigen und versorgen. Nein, also das ist nicht nur schon irgendwann raus, wo die Wanne geworden muss ja wieder rausgenommen werden von Netto Null. Ach, du meinst die Wanne, die Netto Null-Wanne bis hier, das ist Netto Null. Also da halten die Bäume dabei, damit wir das erreichen. Das machen die Bäume für uns, aber nur bis da. Das ist immer noch zu viel. Für Netto Null haben wir die Bäume. Genau. Oh, wow, das ist ganz schön toll. Was ist jetzt mit Kaya? Ja. Kaya? Nach Hause gekommen. Kaya? Hey. Hast du Hey gerufen? Kaya? Hey. Wer war das, du? Kaya? Hey. Oh, ich glaube, da ist noch jemand in der Tonne, Jori. Noch ein Besuch aus der Tonne. Ah! Hilfe! 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 Oh! Aua! Oh! Hey, stell dich nicht so an, Alter. Was tut weh? Was bist du denn? Wer bist du denn? Erich Mai. Erich Mai? Bist du ein Babyhai? Genau, Alter. Nein, wo bist du? Dann lebst du ja in der Tiefsee bei den ganzen bunten Korallenriffs. Du meinst die kahlen, fahlen, stinkenden Riffsleichen. Was? Aha, er meint Riffsleichen, wenn es dann immer wärmer und wärmer wird, dann werden Korallen irgendwann ihre Farbe verlieren und sterben. Richtig, Alter. Mensch, warum werden die Meere denn jetzt auch schon wärmer und wärmer? Ja, weil diese zwei? Ja, wegen euch, Leute. Ach, wegen unserem CO2? Genau, Alter. Und wenn es so weitergeht, dann werden das tief in der Tiefsee eingelagerte CO2 auch wieder frei. Was? Und nein, ihr habt recht. Es ist nämlich wie beim Erdöl. In der Tiefsee hat es ganz viele Methan und CO2 gelagert. Und wenn es immer wärmer und wärmer wird, wird das vielleicht wieder freigesetzt sein. Dann ist das auch ein Teil von dem Netto Null. Ja klar, ja. Die Bäume, die Pflanzen und die Meere, die machen uns Netto Null, aber halt nur bis Wanne und Oberkante Wanne. Hätte, Fahrrad, könnte. Wieso das denn jetzt? Na, wenn das tief eingelagerte CO2, die das frei wird, dann wird eure Wanne kleiner. Hä? Dann wird unsere Wanne kleiner? Ja klar, weil der wird weniger von dem Meer versorgt. Das heißt, stimmt. Dann können wir weniger in die Wanne machen, dann wird die Wanne kleiner und der Berg noch höher. Wenn wir jetzt anfangen mit dem weniger also Geld. Mensch, und versorgt dann eure Müll, Leute. Ach stimmt, Mensch. Denn dann wären es immer noch so viel Müll von uns Menschen. Das habe ich mir mehr auf die Mauer gefunden. Was du dir doch? Das hast du gegessen. Ich habe gedacht, das sei was zu fressen. Ach so? Was hat denn der Erich gedacht, was das ist zu fressen? Was tief auf dem Meeresgrund schwimmt in Form einer liegenden Acht. Ja, noch. Richtig. Was hat er noch gedacht? Das habe ich gedacht. Und was hast du noch gedacht? Was könnte das sein? Richtig, Alte. Jetzt sei aber mal nicht so frech. Und was ist das, Leute? Richtig, Kleine. Richtig gut. Aber du weißt schon, dass es ungesund ist. Ja, das auch in die Verdammte. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Es reicht, es ist nicht lustig. Ja, dann, mein Schatz, es ist vorbei. Schluss. Oh. Oh. Was ist denn jetzt? Oh. Was
was ist denn? Du riechst gut. Was? Sie schmeckt. Jori, der soll mich doch nicht fressen. Ich hab dich ja dann doch zum Fressen gern, Alte. Nein! Stopp! Schau doch hin. Ich hab die Lösung. Die Lösung von unser CO2? Ich hab die Lösung. Nett. Nett? Sollen wir nett sein? Wieso nett? Das haben wir doch. Das kriegen wir hin, oder? Nett sein. Das können wir. N-E-T. Ich weiß es. Noch einmal tanzen. Das schaffen wir auch. Aber Fini, er meint Negativ-Emissionstechnologie. Negativ-Emissionstechnologie? Das ist ja ein mörderlanges Wort. Ja, was Wichtiges. Negativ-Emissionstechnologie, das sind viele Buchstaben. Was ist das? Ja, du bist so ein Automaten, wo kommt CO2 aus der Luft zu. So riesige Dinge. Wow, riesige Staubsauger, die das CO2 aus der Luft holen und irgendwo reinmachen. Kinder, wo könnte man das CO2 reinmachen? Leute, ihr könnt den Hai nicht unbedingt verlassen, der verdurstet. Oh, der Hai verdurstet. Juri, du hast doch den Schlüssel vom Gehege. Hol du doch das Wasser. Und wir finden noch Ideen, wie man das CO2 hin versorgen könnte, wenn das abgesaugt haben. Wo könnte man das CO2 denn reinmachen? Habt ihr Ideen? Zum Beispiel in ein Gewächshaus, wo lauter Tomaten wachsen. Da kommt es rein. Juri, was hat es denn noch so für Negativ-Emissionstechnologie? Zum Beispiel Pflanzenkohle. Pflanzenkohle? Du willst unter höherem Druck und ganz höheren Temperaturen Abschnitt von Äst zu Kohle pressen und dann kann man das in der Erde einlagern. Ah, die Kohle kommt dann in die Erde und dann die Kohle, die ist dann wie ein Schwamm fürs Wasser. Und die für die Jugendliche. Ich habe das Wasser. Das Wasser. Also dann in der Erde ist jetzt Wasser. jetzt ist ja, oh Gott, die Bestie ist frei. Oh nein. 3,5 Grad. Und das wird noch heißer. Nein, wir haben es freigelassen. Aber Kinder, also mit euren Ideen schaffen wir diese neue Welt. Zum Beispiel die Bäume sind auch Negativ-Emissionstechnologie. Die reinigen nämlich auch, die versorgen ja auch unser Sauerstoff. Also können wir Bäume pflanzen. Und eure Ideen, Kinder, die sind es noch, die bringen es. Weil ihr seid die Erfinder der Zukunft, Kinder. Und wir schaffen eine neue Welt. Ich glaube fest daran. Weil ich mich so freue, möchte ich gerne darüber singen. Oh ja, über diese neue Welt, die wir gemeinsam erschaffen. Spielt ihr, Mama? Wir schaffen nämlich eine neue Welt. Ich wünsche mir eine neue Welt, strahlend singend, voller Freude, wo jeder macht, was ihm gefällt. Gestern, morgen und auch heute, ich wünsche mir unsere Welt, ein Freudenfest aus purem Glück. Schau hin, es ist
die noch Träume haben, auf dass niemand sie aufhält. Wenn sie die Wahrheit sagen, ich wünschte mir, unsere Welt könnte sich ändern lassen. Let it be, let it be. Ja, du kannst ja warten bis 5. Aber ich muss aufs Welt sehen. Ach so, ja vielleicht auch, ne? Und was essen und trinken. Also gut, dann machen wir Pause und lassen Juri raus und dann nachher muss er halt wieder rein, wenn ihr dann kommt um 5. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es auch gerne noch weitererzählen, denn jetzt um 5 ist unser letzter Akt für die Jesu. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns auf euren Applaus. Dankeschön. Applaus. Thank you.